herzlich willkommen und ich sehe, Sie sind ja auch sehr entspannt zu uns gekommen. Ihr erster Termin vermutlich heute. Trotzdem, wie schlafen Sie eigentlich? Haben Sie manchmal Albträume? Haben Sie mal auch das Gefühl, ich meine, wir sitzen hier im Rampenlicht jetzt. Haben Sie Angst, die Lichter könnten ausgehen und Sie sind schuld? Erstmal einen schönen guten Morgen zusammen und ganz herzlichen Dank für die Einladung. Nein, ich schlafe gut. Als Techniker schlafe ich gut. Wenn wir einen Blick auf das deutsche Stromnetz werfen, ist es zwar nicht mehr ganz so einfach wie in der Vergangenheit, als die Ströme in der Regel konstante Richtungen und auch einigermaßen konstante Amplituden hatten. Da ist viel mehr Dynamik drin. Insoweit benötigen die Übertragungsnetzbetreiber hier wirklich aktive Maßnahmen, um die Systeme stabil zu halten und zuverlässig zu halten. Aber ich mache mir keine Sorgen, die Geschichte ist im Griff. Okay, auf was gucken Sie denn? Woran sehen Sie, dass die Geschichte im Griff ist? Was sind Ihre Indikatoren dafür? Nun zum einen mal die Ausfallzeiten, die ja von der Bundesnetzagentur gemonitort werden, die sind in Deutschland nach wie vor auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau oder andersrum formuliert, die Zuverlässigkeit ist extrem hoch. Und ansonsten sehe ich natürlich an den entsprechenden Schaltstellen sehr, sehr gut qualifiziertes Personal mit sehr vielen Erfahrungen. Also insoweit mache ich mir da keine Sorge. Auf der anderen Seite ist aber auch zu sagen, dass die Reserven, die in den Systemen bisher so drin waren, dass wir die langsam rausgenommen haben. Also wir können nicht ungezügelt und ohne Risiko so weitermachen wie bisher. Da muss ein Umdenken stattfinden oder andersrum formuliert, wir müssen neue Elemente in die elektrischen Netze integrieren. Ich spreche über Speicher und ich spreche über Demand-Side-Management. Okay, ich denke, darüber müssen wir genauer sprechen. Wir können ja nicht das Erbe sozusagen aufbrauchen, das wir haben, diese Infrastrukturen, die mal mit sehr viel Puffern, das ist ja gute deutsche Ingenieurstradition, angelegt wurden. Wie wird denn das System jetzt smart? Demand-Side-Management hat ja damit zu tun, dass ich ausgleiche. Ich glaube, wenn man das Ganze von der technischen Seite her durchdenkt, muss ich immer nach den Notwendigkeiten und nach den Ursachen fragen. Wir sind dabei, einen sehr, sehr großen und intensiven, aber auch langfristigen Transformationsprozess in Deutschland durchzuführen, nämlich von einer thermisch basierten Kraftwerkslandschaft in eine regenerativ basierte Kraftwerkslandschaft überzugehen. Regenerative Energiequellen haben als Spezifikum, dass sie immer nur punktuell laufen, dann aber mit sehr hoher Leistung. Das heißt, ich bekomme viel mehr Dynamik in die Netze und ich wechsle permanent zwischen Überschuss an Stromangebot und einem Mangel an Strom. Und mit diesem Wechsel muss ich umgehen. Für mich gibt es hier drei Phasen. Wir sind momentan in der ersten Phase. Das ist für mich noch eine reine Stromphase, wo ich eben diesen Wechsel in der Erzeugung durch entsprechenden Verbrauch auch noch ganz gut kompensieren kann. Oder andersrum formuliert, solange der Verbrauch in Deutschland immer höher ist als wie die Erzeugung regenerativer Energien, kann die Schwankung durch flexible Kraftwerke ausgeglichen werden. Ich kann also im Strombereich bleiben. Bis 2020 werden wir aber diese Phase verlassen und wir werden immer mehr Perioden haben, wo wir deutlich mehr Strom regenerativ erzeugen, als wir den verbrauchen können, und die Kraftwerke, die thermischen Kraftwerke, haben wir alle schon runtergefahren. Das heißt, da muss ein neues Element rein, und dieses Element ist für mich im Wesentlichen Power to Heat. Nutze Strom, um Wärme draus zu machen. Wärme ist eine sehr träge Geschichte, was Gutes, damit puffert es. Und dieses Strom zu Wärme kann in verschiedenen Facetten erfolgen. Eine Möglichkeit ist der berühmte Wassertank im Keller, der mit einem Tauchsieder warm gemacht wird. Das Gleiche funktioniert auch hier in der Stadt. Die Mainova zum Beispiel hat ein Projekt, wo wir einen Tauchsieder mit 8 Megawatt, also ein relativ großes Teil, im Dezember in Betrieb nehmen, wo wir genau dann, wenn viel Windstrom da ist, eben Fernwärme draus machen. Die wirtschaftliche Logik ist ganz einfach. Wenn Strom billiger ist als wie Erdgas, macht es Sinn, Strom zum Heizen zu verwenden. Wird aber auch im Sommer nicht richtig gut funktionieren. Was kann man da noch tun?
Es gibt im Sommer natürlich Einschränkungen, aber Sie werden vielleicht verwundert sein, dass wir auch 100, 200 Megawatt Wärme im Sommer produzieren. Es gibt nämlich sogenannte Absorptionskälteanlagen. Also wir kühlen die Hochhäuser in Frankfurt mittels Dampf und der muss auch im Sommer erzeugt werden oder gerade im Sommer für die Kühlung. Also insoweit ist hier ein gewisser Ausgleich da. Vielleicht, wenn ich noch die dritte Stufe erläutern dürfte, mit diesem Demand-Side-Management. Also Power-to-Heat ist ein Element, die Industrie, die produzierende Industrie, die eben Prozesse verlagert, ist ein zweiter Punkt. Würden wir etwa bis 2030 kommen und wir hätten dann etwa 50-55% volatile regenerative Energie im System. Und dann kommt auch dieses Verfahren an ein Ende und ich brauche ein neues, weil dann muss ich wirklich speichern und zwar reversibel speichern, dass ich in der sogenannten Dunkelflaute auch wieder zurück in ein Stromsystem komme. Und hier spielt für mich Wasserstoff die entscheidende Rolle. Und auch hier sind wir als Mainova aktiv mit unserem Projekt in der Schielestraße. Wir haben einen Elektrolyseur, zugegebenermaßen einen sehr kleinen, ein Prototyp, aber er funktioniert ganz prächtig. Und es ist festzustellen, dass er gar nicht so weit von der Wirtschaftlichkeit weg ist, wie wir häufig mal hören. Also hier noch ein paar Jahre Entwicklungen und dann sind wir da ein schönes Stück weiter. Mhm. Zusammenfassend, erst Stromsystem, dann Strom plus Wärme, perspektivisch Strom, Wärme plus Wasserstoff. Also wir müssen integriert denken. Mhm. Das ist ja eine ganz schöne Roadmap, wie man ja heute sagt. Also Sie haben uns die Perspektive eröffnet bis weit in die nächste Dekade hinein. Aber das klingt alles noch sehr nach zentraler Großtechnologie eigentlich. Ist denn nicht ein wesentliches Merkmal der Energiewende, wie sie ja mittlerweile heißt, dass die Erzeugung eben immer dezentraler wird, muss man also nicht die Granularität auch ändern, auf der man guckt, mehr an Quartiere denken etc.? Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich habe jetzt hier meinen Blick mal auf die städtische Ebene gelenkt. Natürlich gibt es auch die Quartiersebene und die Hausebene und meines Erachtens müssen wir ein modulares System aufbauen und die Elemente sind Haus, Quartier, Stadt, Region, Land, Europa. Und wenn jemand sagt, wir lösen alle Probleme auf europäischer Ebene, weil nun mal Solarenergie in Spanien oder in Griechenland effizienter eingesetzt werden kann als wir hier in Deutschland, dann ist das schon richtig, aber es ist leider die falsche Stelle, es ist der falsche Ort. Also insoweit bin ich für ein modulares System und ich würde sagen, wenn ein Haus einen Autarkiegrad hat von 20% oder 25%, dann ist das das erste Element. Wenn ich dann die Häuser über Smart Grids verschalte zum intelligenten Quartier, dann komme ich vielleicht auf einen Autarkiegrad von 30-35%. Die Stadt hebt das Ganze dann hoch auf 50%, die Region auf 60-70%. Dann komme ich auf das Land, auf Deutschland in unserem Fall. Da bin ich irgendwo bei 80-85% und den Rest muss dann Europa machen. Also ich muss multidimensional denken. Und diese Prinzipien, die ich angesprochen habe, Strom, Wärme, Gas, die funktionieren grundsätzlich auf allen Ebenen. Nehmen Sie ein ganz normales Haus, Sie können eine Solaranlage auf das Dach bauen, Sie können hier mit einer Batterie arbeiten, Sie können mit Power-to-Heat arbeiten und dann eben einen gewissen Autarkiegrad, der wirtschaftlich darstellbar ist, in diesem Haus erzeugen. Und dann verknüpfen Sie dieses Haus mit dem nächsten. Sie werden also immer die drei Elemente natürlich in unterschiedlicher technischer Ausprägung haben. Ein Elektrolyseur macht wirtschaftlich vermutlich nur irgendwann in der Megawattklasse Sinn. Den werde ich zu Hause nicht haben. Aber dafür kann ich da eben die Batterie hernehmen. Also angepasste Technik, aber gleiche Prinzipien. Mhm. Ein Stichwort, das ich bisher noch völlig vermisst habe, ist die Energieeffizienz. Weil wir tun ja so, als müssten wir immer nur dafür sorgen, dass immer mehr Energie da ist. Genug Energie natürlich für den aktuellen Bedarf. Auf der anderen Seite sehen wir ja heute, dass wir bei den Bestrebungen, effizientere Systeme umzusetzen, glaube ich, nicht so gut vorankommen, wie wir möchten. Und gerade in der Stadt hätte man doch einen sehr großen Hebel. Was wird denn da aktuell dafür getan, um die Energieeffizienz zu erhöhen? Energieeffizienz ist ein ganz entscheidendes Element. Und wir waren bisher ja
thematisch mal auf der Erzeugungs-, auf der Bereitstellungsseite. Und wie Sie völlig richtig sagen, ist es viel zu kurz gesprungen. Wir brauchen auf jeden Fall auch die Anwendungsseite und hier kommt das Thema Effizienz. Jetzt hat Effizienz aber zwei Seiten. Das eine ist, wie wende ich die Energie, die ich denn nun habe, an? Und Effizienz kann aber auch auf der Erzeugungsseite schon eine Rolle spielen. Effizienz ist weiterhin ein Thema, das im Wesentlichen mal auf Wärme fokussiert. Also ich kann hier im Wärmebereich viel größere Potenziale heben als wie im Strombereich. Und das, glaube ich, müssen wir noch viel häufiger betonen. So, und wenn wir über Wärmeeffizienz reden, gibt es zwei Ansätze. Ich kann zum einen die Kraft-Wärme-Kopplung ansprechen, dann habe ich die Effizienz auf der Erzeugungsseite, wo ich eben Brennstoffnutzungsgrade 85, 90, vielleicht sogar ein bisschen über 90% hinbekomme. Auf der anderen Seite eben die Isolation, die Wärmerückgewinnung im Haus. Und das ist dann schlicht und ergreifend eine wirtschaftliche Frage, wo ich den Fokus drauf lege. Wir als Meinova, die wir primär nochmal die Angebotsseite vertreten, legen also großen Wert auf Kraft-Wärme-Kopplungen und halten das auch für ein absolut zukunftsfähiges urbanes System. Mhm. Aber unabhängig davon, auch das Thema Isolation, Wärmerückgewinnung zu Hause spielt eine absolut wichtige Rolle. Mhm. Sie als Meinova haben ja auch Endkunden, denen Sie dann am Schluss Ihre Leistungen verkaufen. Die muss man ja meistens auch mitnehmen. Oder vertrauen Sie da völlig auf die Technik, dass man sagt, okay, die Leute machen am Schluss sowieso alles falsch, also dieser berühmte Rebound-Effekt, da kaufen Sie Energiesparlampen, dann lassen Sie die länger brennen, unterm Strich bleibt gar nichts. Das könnte ja auch bei der Wärme passieren, dass dann die Fenster offen stehen und alles. Bleibt uns dann nur die Technik als Allheilmittel oder kann man auch die Menschen dahin kriegen, effizienter mit der Energie umzugehen? Wir haben ein bisschen eine technische Diskussion geführt. Ich meine, unser Gespräch war auch so angelegt, zumindest waren Ihre Fragen so. Was man hoffentlich sieht, ist, dass die Techniker schon eine relativ konkrete Vorstellung haben, wie wir so einen Transformationsprozess in eine regenerative Welt hinkriegen kann. Die anderen Elemente, und jetzt sprechen Sie die Soziologie an, da hinken wir aber ziemlich hinterher. Also wir müssen als Techniker, und deswegen begrüße ich solche Veranstaltungen wie heute, immer wieder erläutern, wie wir denken, welche Optionen wir anbieten. Entscheiden muss dann aber der Mensch, dass er sagt, okay, eure Optionen will ich, mit allen Vor- und Nachteilen und es hat ja auch Einfluss auf mein Leben, wenn ich das Energiesystem umstelle. Ich muss mein Verhalten auch ein Stück weit ändern. Also diese soziologischen Aspekte, die sind für mich extrem wichtig und die kommen bisher zu kurz. Und deswegen herzlichen Dank für den Hinweis, dass wir das nochmal betonen können. Ein anderer Punkt, wo wir auch hinterher hinken, ist die ordnungspolitische Ausgestaltung. Ich will das nicht zu sehr ausdehnen. Aber wenn ich mir die Steuergesetzgebung heute anschaue, dann verhindert Steuergesetzgebung an vielen Stellen den großtechnischen Einsatz von verfügbarer, energiewendetauglicher Energie. Ich spreche nicht über Subventionen, ich spreche nur über die Anwendung von Steuerrecht. Vielleicht darf ich ein ganz plakatives Beispiel an der Stelle mal strapazieren. Das Steuerrecht kennt zwei Komponenten, nämlich einen Generator und einen Verbraucher. Und das Steuerrecht sagt, der Verbraucher muss alle Steuern bezahlen. Steuerabgaben, was immer Sie wollen, Konzessionsabgabe, Netznutzungsentgelte, erneuerbare Energienzuschlag. Der Generator bezahlt nichts, der Verbraucher bezahlt alles, das ist die Regel. Wenn Sie eine Batterie nehmen und diese Batterie an ein Kabel, an ein öffentliches Kabel anschließen und Sie laden diese Batterie, dann sagt der Gesetzgeber, aha, jetzt habe ich einen Verbraucher. Der zahlt alle Steuern, entsprechend kommt die Rechnung. Wenn Sie eine halbe Stunde später die Batterie wieder entladen, sagt der Gesetzgeber, aha, jetzt habe ich einen Generator. Sie zahlen zwar keine Steuern, aber Sie bekommen keine zurück. Einfach mit der Logik, Speicher ist gleich Generator plus Verbraucher, kommen wir nicht weiter. An der Stelle muss der Speicher als Speicherelement auch steuerrechtlich korrekt gefasst werden. Viel schwieriger wird es noch, wenn wir über Power-to-Gas oder Power-to-Heat reden, da wechsle ich auch noch den Aggregatzustand. Das sind die ordnungspolitischen Diskussionen, die wir brauchen, sonst wird eine verfügbare Technologie nicht kommen und dann haben wir ein Problem.
Okay, vielen Dank noch für diesen Ausflug. Da sehen wir, dass es nicht nur um Technik geht, sondern auch darum, den Menschen, die an den politischen, an den steuerrechtlichen in dem Fall Schaltheben sitzen, zu vermitteln, was die notwendigen Randbedingungen sind, auch um diese Technik sinnvoll einzusetzen. Ja, ich glaube, da der Gong geht zwar nicht uns, aber heißt, wir sind auch am Ende unseres Gesprächs jetzt hier. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Ausführungen und darf Ihnen auch noch, die Zeit ist so schnell vergangen, ein kleines Geschenk geben. Dort ist ein Turm zu sehen aus ganz alten Zeiten mit einer Uhr. Der hat nur einen Zeiger. Da sieht man mal, dass in früheren Jahrhunderten die Menschen sich möglicherweise auch noch mehr Zeit gelassen haben. Bei mir wartet schon der nächste Gast, drum Ihnen, Herr Professor Bergner, nochmal ganz herzlichen Dank.